Ist New Order der neue Parasite? Jetzt bei den Filmgorillas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frischfutter. Steven und ich sprechen heute über das Sozialdrama New Order. Er stammt vom mexikanischen Regisseur Michel Franco und geht über eine dystopische Situation, ob jetzt in der Gegenwart oder in der Zukunft, das weiß man nicht so genau, weil es auf jeden Fall Probleme anspricht, die ganz akut und aktuell auf der Welt herrschen. Der Unterschied zwischen Arm und Reich und was das bedeutet. Es spielt sich ab bei einer sehr reichen mexikanischen Familie und beginnt auf der Hochzeit der Tochter des Familienpatriarchen, nenne ich das jetzt mal. Und plötzlich stehen junge Männer im Garten der riesigen mexikanischen Villa und fangen an zu randalieren. Und das Ganze wird immer krasser und zieht sich dann sozusagen spielt nicht nur in dem Haus, sondern dann in der mexikanischen Hauptstadt, die Schauplatz dieses Filmes ist. Und genau, das ist im Prinzip eigentlich die Handlung. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu der Art und Weise, wie das Ganze umgesetzt ist und vor allen Dingen, was wir beide davon halten. Der Michel Franco hat im Vorwege ja gesagt, dass er so ein bisschen inspiriert war, als Grundlage für diesen Film von Clockwork Orange, von Stanley Kubrick und auf der anderen Seite Children of Men, ein großartiger Film, übrigens kann ich jedem nur ans Herz legen, wo es eben auch um eine Zukunft geht, in der es einen ganz krassen Klassenkampf gibt, wo Menschen versuchen, auf eine Insel zu fliehen, weil sie von einem militärischen Regime unterdrückt werden. Ich habe mich, und das sage ich erstmal im Vorwege, weil Daniel hat den Film gesehen und hat gesagt, er wird dazu führen, dass wir kontrovers diskutieren. Ja. Ich glaube, ich habe eine Menge erwartet und ich war am Ende enttäuscht. Oh? Ja, weil also ich finde solche Filme grundsätzlich gut, weil das etwas anspricht in unserer Gesellschaft, was immer krasser und immer schlimmer wird. Ne? Also der Unterschied zwischen Arm und Reich und zwar vor allen Dingen, dass die Menschen, die Geld haben, noch viel mehr Geld kriegen und die, die keins haben, ja, noch viel weniger kriegen. Ich fand auch den Beginn, ne, da geht einmal die Mutter dieser Hochzeitsfeier ins Badezimmer und macht den Wasserhahn an und dann kommt da grünes Wasser raus. Grün, ja, ist und so, glaube ich, eine ganz wichtige Farbe. Ich weiß jetzt nicht im Endeffekt, wie das aufgeladen ist, was bedeutet das Hoffnung für vielleicht eine unterprivilegierte Gesellschaftsschicht oder auch nicht. Und dann nimmt es so eine Fahrt auf. Also ich glaube, die Hoffnungslosigkeit, ne, also die thematisiert wird in diesem Film und die ja im Prinzip einen auch als Zuschauerin und Zuschauer am Ende sozusagen im Sitz lässt. Ne? Also mit diesem, das fand ich schon spannend. Also das ist, und das ist jetzt kein großartiger Spoiler, aber ich sage trotzdem Spoiler. Falls man da sich hinsetzt und ein Happy End erwartet, das gibt es in der Art und Weise nicht. Aber du hast eben gerade so gesagt, also du bist begeistert von dem Film. Also ich würde nicht sagen begeistert, ne? Aber dieser große Elefant steht ja im Raum, dass alle sagen, oh, das ist das neue Parasite. So, also die, ja, das sehe ich. Diese Sozialkritik, ne? Diese Schere zwischen Arm und Reich und dass da halt extreme Szenen drin sind, wo eben gewütet wird, viel Gewalt existiert wird. Es gibt Vergewaltigungsszenen, es gibt so Leute, Folterszenen, Leute, die eingefercht werden, um Geld zu erpressen von reichen Familien. Alles drin. Und ich finde aber den Ausgang des Filmes eigentlich nur konsequent, nämlich das, also ne, dieses Hoffnungslose. Das stimmt, aber das ist auch gar nicht mein Kritikpunkt, aber ich sehe es genau wie du. Ich finde halt immer, am Anfang, ich bin ja auch eher auf der Seite der armen Leute meistens, weil ich auch diese Ungerechtigkeit sehe und das auch ein großes Problem unserer Zeit ist. Und dann in so Filmen freue ich mich eigentlich immer, wenn es dann losgeht und wenn die reichen, arroganten Menschen endlich mal auf die Fresse kriegen. Aber im Endeffekt muss man immer sehen, dass gerade solche Putschversuche, es artet ja dann wirklich aus, das Militär ist ja dann noch involviert und versucht halt die Regierung zu stürzen. Komplett korrupt, ne? Genau, alles ist korrupt. Und das Ergebnis des Ganzen ist, ja, am Ende ist, glaube ich, alles so wie vorher. Und das ist einfach auch die Moral dahinter, so dass man versucht, etwas zu ändern, was sich nicht ändern lässt, also wo man nicht putschen braucht. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen Putsch miterlebt hat. Ich habe, glaube ich, damals in der Türkei diesen Putsch nachts
gesehen im Fernseher und dachte, oh Gott, jetzt geht da alles drüber und drunter und alles wird schlimm. Ich glaube, egal wie das ausgegangen ist, es wäre nicht gut geworden, weil dann sitzen wieder andere Leute da oben, die sich die Taschen voll machen wollen. Und es ist so ein ewiger Kreislauf. Und ich glaube, das zeigt dieser Film auch ganz gut, dass immer nur viel Schlimmes passiert und am Ende sitzen alle wieder da und denken, okay. Also was ich sehr gut an dem Film finde, um das mal jetzt auch im Positiven zu formulieren, ist Nummer eins, dass die Reichen nicht die Bösen sind und die Armen nicht die Opfer. Ja, ja, genau. Ne, sondern also dass es nicht so ist, dass man da sitzt und sagt, es gibt diese Szene, wo ein ehemaliger Angestellter zur Familie kommt, um Geld sozusagen sich zu leihen für eine Operation für seine Frau. Und die Mutter ihm Geld gibt, aber nicht genug, weil sie eben auf der Hochzeit ihrer Tochter ist. Und man sie ein bisschen verstehen kann und ihn ein bisschen verstehen kann, woraufhin dann die Tochter ihm das Geld dann persönlich vorbeibringen will. Also da ist schon viel Positives, auch in ihrem Bruder, in ihrem Mann, ne? Und auch dann die Radikalität, mit der das korrupte Militär sozusagen die Menschen foltert, vergewaltigt. Also das sind schon echt drastische Szenen, die in der Art und Weise, glaube ich, auch habe ich so noch nicht gesehen, weil das einfach so real auch alles wirkt. Um vielleicht dabei zu bleiben, es gibt Filme, die haben mich mehr mitgerissen, die dieses Thema angegangen sind, die vielleicht auch extremer waren. Ja. Der Film ist schon sehr realitätsnah, glaube ich, auch in der Art und Weise. Und ich finde, du hast einen tollen Punkt gemacht. Am Ende es gibt nicht böse und gut, sondern wenn Menschen in eine Machtposition kommen, und das ist ja, glaube ich, die Kritik auch an dem Film, in eine Machtposition kommen, werden sie es immer brutal ausnutzen. Ob das jetzt der Reiche ist oder die Arme oder die Reiche und der Arme. Am Ende geht es um Gewalt und Unterdrückung einer anderen Schicht, Menschengruppe. Und das hat mich schon echt ein bisschen auch hoffnungslos hinterlassen, weil ich einfach dachte, Alter, wenn das wirklich unsere Zukunft ist, dann muss man auswandern. Und deswegen fand ich den eigentlich ganz gut. Also klar, es gibt in dem Genre Filme, die besser sind, definitiv, also die mehr ans Herz gehen und die mehr mitreißen. Aber dass Leute einfach verstehen, diese Message, die darüber kommt, mit aller Radikalität, die dieser Film halt mitbringt, zu diesem Ergebnis kommt, ich glaube, das muss man so ein bisschen verarbeiten und verinnerlichen. Und ich glaube, dafür ist der Film ganz gut gemacht. Absolut. Wir wollen von euch wissen, gibt es einen Film da draußen, der genau das, was Anne und ich gerade auch erzählt haben, vielleicht noch besser umsetzt oder eurer Meinung nach einer der besten sozialkritischen Filme überhaupt ist, der Unterschied zwischen Arm und Reich? Bitte schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten ein Abo dalassen. Ja, und liken und teilen gerne, uns weiterreichen an eure Familie und Freunde. Und beim nächsten Mal auch wieder hier einschalten. Bis dann. Tschüss.